Als Beamter arbeitet Dirk Käufer viel vor seinem Laptop. Dass er den nochmal wieder sieht, hatte er nicht mehr geglaubt, denn während seines Spanien-Urlaubs hatte er seinen Computer letztes Jahr im Reisestress einfach vergessen. Einige Koffer haben es dann in die Wohnung geschafft und meine Tasche mit dem Laptop ist leider stehen geblieben auf dem Gehweg. Die Suche blieb erfolglos. Es folgte eine Anzeige bei der spanischen Polizei wegen Fundunterschlagung und danach die enttäuschte Rückreise nach Deutschland ohne Laptop. Thorsten Urbanski von ISET in Jena kennt solche Fälle nur zu gut. Er weiß, dass nur eine Anti-Diebstahl-Software Hoffnung macht, sein Gerät noch einmal wiederzusehen. Ich kann natürlich auch entsprechende Sicherheitssoftware installieren, die es mir ermöglicht, wenn ich das Gerät verliere, auch wiederzufinden. Das heißt, ich bekomme Geokoordinaten und ich bekomme, wenn das Gerät gestohlen wird, beispielsweise auch ein Foto vom Täter und kann damit dann auch zu den Ermittlungsbehörden gehen. Das war bei Dirk Käufer der Fall. Zwei Wochen nach seiner Rückkehr aus Spanien plötzlich ein Hoffnungsschimmer. Seine Anti-Diebstahl-Software schlägt an. Also das war reinstes Kino. Ich sah auf einmal, wer vor meinem Rechner saß und wusste auch, wo er saß. Hab dann auch die Daten von dem Programm übermittelt. Das heißt, die Polizei konnte dann direkt mitverfolgen, was an dem Rechner passierte. Alle 10 Minuten wurden Bilder gemacht und es gab einen Hausbesuch. Die Software für gestohlene Geräte hilft auch, wenn man beispielsweise Smartphones einfach vergisst und der Finder nicht weiß, wie er Kontakt mit dem rechtmäßigen Eigentümer aufnehmen kann. Täglich verlieren tausende Menschen ihre Smartphones, lassen die liegen, beispielsweise im Taxi. Und dann kann ich dem Taxifahrer auf meinem Gerät eine Nachricht schicken. Zum Beispiel, hallo, ich habe mein Gerät verloren, ruf mich bitte an, ich hätte es gerne wieder. Für den Fall des Verlusts der Geräte gilt, installieren Sie auf Laptop und Smartphone eine Anti-Diebstahl-Software. Sorgen Sie durch regelmäßige Backups dafür, dass sich Ihre Daten im Notfall wiederherstellen lassen. Und verschlüsseln Sie Ihre Geräte, damit unbefugte Dritte keinen Zugriff auf Ihre Daten haben. Mit Hilfe der spanischen Polizei hat Dirk Käufer seinen Laptop schließlich wiedergefunden. Wie mir die Polizei berichtete, waren die neuen Besitzer des Laptops wirklich sehr erstaunt, wie man ihnen auf die Schliche gekommen ist. Die Anti-Diebstahl-Software kennt eben noch nicht jeder.